Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt 8.2, Digitalisierung in Stadtbezirksbeiräten und Ortschaftsräten. Einreicher die AfD-Fraktion. Wer macht's? Herr Lazinski, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Es ist jetzt rund 5 Jahre her, dass der Antrag der AfD zum papierarmen Gremienarbeit im Dresdner Stadtrat eine Mehrheit gefunden hat und umgesetzt worden ist. Dadurch ist es für Sie möglich geworden, dass Sie auf alle für die Sitzung wichtigen Unterlagen immer online zugreifen können und eben nicht kiloweise Papier mit sich herumschleppen müssen. Leider beschränkt sich dieser digitale Fortschritt bisher nur auf den Stadtrat. Die Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte bekommen immer noch das Papier nach Hause versandt oder müssen sich die besonders umfangreichen Vorlagen mit Datenträgern in den Stadtbezirksämtern abholen. Wir denken, dass diese Verfahrensweise nicht mehr zeitgemäß ist und haben deshalb Anfang des Jahres den hier vorliegenden Antrag eingebracht. Der Antrag besteht inhaltlich aus 2 Teilen, nämlich aus einer Mindestforderung und einem Nice-to-have. Mit der Mindestforderung soll der Eigenbetrieb IT den Beiräten den Zugang zum Gremieninformationsportal einrichten und ihm mit einem entsprechenden Rollen- und Rechtekonzept hinterlegen. Der optionale Teil beinhaltet, die Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte nach Möglichkeit auch gleich mit Hardware, also Tablets, auszustatten. Da sich diese Option aufgrund der langen Laufzeit des Antrags und durch die Gremien und auch durch die Corona-bedingte Haushaltssituation derzeit nicht realisieren lässt, denke ich, ist hier den meisten klar. Die Einrichtung der Zugänge für die Stadtbezirksbeiräte ist jedoch auch unabhängig von der Hardware realisierbar und verursacht zudem auch keine haushaltswirksamen Kosten. Mit der Einrichtung dieser Zugänge ermöglichen wir den Stadtbezirksbeiräten und Ortschaftsräten nicht nur papierärmer zu arbeiten, wir unterstützen sie auch dabei, sich besser auf ihre Sitzungen vorbereiten zu können. Denn im Regelfall bekommt man als Stadtbezirksbeirat die Unterlagen eine Woche vor der Sitzung zugeschickt. Man hat dann eine Woche Zeit, um hunderte Seiten starke Konzepte durchzuarbeiten, um dann letztendlich ein qualifiziertes Votum abzugeben. So etwas ist oftmals nicht zu schaffen und führt auch schon zu Beschwerden in einigen Stadtbezirksbeiräten. Durch den Zugang zum Gremieninformationsportal könnten sich die Stadtbezirksbeiräte dann schon wesentlich frühzeitiger mit den Vorlagen der Gremien befassen und sich somit wesentlich fundiertere Urteile bilden. Wir sparen mit diesem Antrag also nicht nur Papier und verbessern die Arbeitsbedingungen der Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte, sondern wir verbessern die Arbeitsbedingungen. Eigentlich sollte die Zustimmung zu diesem Antrag eine Selbstverständlichkeit sein. Wenn man sich dann allerdings den federführenden Ausschussbericht anschaut, muss man leider feststellen, dass dem nicht so ist. Teilweise wurden hier fadenscheinige und sogar offensichtlich falsche Argumente ausgegraben, nur um diesen Antrag eben nicht zustimmen zu müssen. Das alles nur, weil oben in der Ecke das vermeintlich falsche Parteilogo steht. Herr Brauns, über alle Ortschaften haben sich 62 von 90, also rund 2 Drittel der Räte und somit 7 von 9 Ortschaften für diesen Antrag ausgesprochen. Auch in den Stadtbezirksbeiräten haben sich insgesamt 62 für und nur 60 Mitglieder gegen die Digitalisierung ihrer Gremien ausgesprochen. Sie sehen also ziemlich deutlich, wie sich die Mehrheiten in den Stadtbezirksbeiräten und Ortschaften verhalten. Ich wäre Ihnen also dankbar, wenn Sie Ihre Fehleinschätzung aus dem Ausschuss bei der heutigen Abstimmung nochmal korrigieren können. Sowohl Ihre Ortsvorsteher als auch Ihre CDU-Stadtbezirksbeiräte werden Sie Ihnen danken. So, jetzt liegt mir ein Ersetzungsantrag der Fraktionslosen vor. Herr Dr. Schulte, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen, die zuschauen und draußen im Stream. Und danke dem Team da hinten, die immer schön aufnehmen, das sollte ich auch mal sagen. Gut, dieser Antrag hat einen eigentlich ganz netten Titel, Digitalisierung der Stadtbezirksbeiratsarbeit, so steht es auch in meinem Wahlprogramm und deswegen habe ich jetzt hier auch einen Ergänzungsantrag mitgebracht, weil der Originalantrag ist, sagen wir, geht eigentlich an der Sache vorbei. Wir möchten gerne, dass Sie einen digitalen Zugang bekommen, Stadtbezirksbeiräte, aber es muss ja nicht gleich so sein, wie das bei den Stadträten ist, weil wir haben ja hier in den meisten Fällen viel mehr Sitzungen, Ausschusssitzungen und die ganze Stadtratssitzung. Stadtbezirksbeiräte tagen ja in der Regel nur alle
3 Wochen. Also es geht darum, dass die Stadtbezirksbeirätinnen, dass die A, elektronischen Zugang haben, weil die allermeisten Menschen besitzen ja einen Laptop oder einen Computer, und B, dass sie sozusagen kommunizieren können mit der Stadtverwaltung, dass sie sagen können, ich bin nicht da, oder Fragen stellen. Und auch das steht in meinem Piratenwahlprogramm. Könnten jetzt hier, so steht es im Ergänzungsantrag, auch endlich mal einen Schritt machen, dass wir im zweiten Schritt, aber im ersten Schritt die Stadtbezirksbeiräte elektronisch geladen werden und elektronisch kommunizieren können, und das sicher und verschlüsselt und nicht mit Plain Text E-Mails, die eigentlich unser aller unwürdig sind. Ja? Wenn man also die Stadtverwaltung wieder vertrauliche Sachen verschickt und das nicht verschlüsselt ist, das geht eigentlich überhaupt nicht. Und dann soll man mal die Kosten prüfen, wenn jetzt jeder Stadtbezirksbeirat ein eigenes Laptop bekäme, und berichten. Es steht also substanziell was anderes drin, und als nicht einer Fraktion Angehöriger habe ich ja keine andere Möglichkeit, als mich auf einen anderen Antrag anzusetzen, und wenn sozusagen das Thema in meinem Wahlprogramm ist, dann muss ich das tun, und genau das mache ich hier. Dieser Ersetzungsantrag verursacht sozusagen kaum Kosten, ersetzt aber was in Bewegung, nämlich dass die Stadtbezirksbeirätinnen auf Wunsch auch elektronisch geladen werden können und dass sozusagen die Kommunikation mit Verschlüsselung passiert, und im nächsten Schritt können wir das dann auch für uns einfordern. Ist, wie gesagt, auch wir Stadträte sollten das, diese Möglichkeit haben. Wenn der Antrag jetzt heute keine Mehrheit bekommt, er ist ja noch da und man kann es dann in einem halben Jahr nochmal probieren. Ich würde mich freuen, wenn eine Fraktion dann, sollte er heute keine Mehrheit kriegen, das mit mir dann nochmal erneut probiert. Können wir vielleicht hier und da nochmal feilen, aber so, jetzt schauen wir, was rauskommt, und dann viel Spaß in der Pause. So, jetzt habe ich lediglich 2 angemeldete Wortmeldungen, deswegen würde ich mal auf die Fraktionsrunde verzichten, sondern Sie in der Reihenfolge Herr Dr. Brauns, Frau Hanser aufrufen. Bitte schön, Herr Dr. Brauns. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, also um eins vorneweg gleich klarzustellen, selbstverständlich sind wir auch für die Digitalisierung und die papierlose Arbeit in den Stadtbezirksbeiräten und in den Ortschaftsräten. Nur, meine Damen und Herren, Sie haben einen Antrag gestellt, wollen die Stadtverwaltung zu etwas verpflichten, was sie längst tut. Frau Walter, die ja auch Ortsvorsteherin in Schönfeld-Weißig ist, was die Gremienarbeit dort angeht, Pilotprojekt. Das läuft alles bereits. Und unser Ansinnen, hier nicht zuzustimmen, ist, dass wir die Verwaltung bitteschön einfach die Arbeit machen lassen und nicht mit etwas Neuem befrachten, neu auswerten, muss ich jetzt hier etwas umsteuern und sonst was. Lassen wir die Verwaltung arbeiten, und je schneller die Verwaltung arbeiten kann, ohne dass sie mit irgendwelchen Beschlüssen von uns in dieser Hinsicht befrachtet wird, desto schneller kommen wir zum Ergebnis. Das ist der Sinn, und deswegen lehnen wir das ab. Vielen Dank. Als nächstes Frau Hanser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste und Zuschauer, bevor ich mich inhaltlich dem Antrag widme, möchte ich einfach die Gelegenheit nutzen und mal die Frage in den Raum stellen: Was bedeutet denn eigentlich Digitalisierung? Alle wollen es und kaum einer versteht es. Und ich glaube, dafür braucht es auch nicht unbedingt ein technisches Verständnis. Ich denke, die Antwort ist so simpel wie auch logisch. Wer analog denkt, kann die Digitalisierung nicht begreifen. Und ich möchte Ihnen das in einem kleinen, wenn auch sehr einfachen und zugespitzten Beispiel veranschaulichen. Vielleicht kann ich Sie damit inspirieren, wenn Sie sich das nächste Mal für Software oder Hardware entscheiden müssen. Stellen Sie sich vor, Sie müssen ein Auto kaufen.
und Sie stehen an einer Kreuzung und haben drei Händler zur Auswahl. Der erste Händler ist Apple. Der bietet Ihnen einen teuren Sportwagen an mit viel Leistung, wenn er auch billig hergestellt wurde. Die Reparatur ist nur in speziellen Werkstätten möglich. Der zweite Händler ist Microsoft. Da bekommen Sie einen Mittelklassewagen, der ziemlich reparaturanfällig ist, nie so richtig gut läuft, aber viele Leute stehen da rum, viele besitzen ihn. Und es gibt auch ständig Rückrufaktionen. Der dritte Hersteller ist Linux. Da bekommen Sie einen Allrounder, einen Geländewagen, den Sie beliebig nachrüsten können, wenn Sie wollen, sogar bis hin zu einem regelrechten Panzer. Sie haben viele Werkstätten mit Ehrenamtlichen, die die Autos reparieren. Und Sie haben einen geringen Spritverbrauch. Und selbst die Nutzung ist kostenfrei. Dieses Bild steht für ein grundlegendes Problem in der Digitalisierung. Denn was tun die meisten? Anstatt den kostenfreien Geländewagen zu nehmen, entscheiden wir uns dann doch für den reparaturanfälligen Mittelklassewagen oder auch für den teuren Sportwagen von Apple und fahren dann doch nur zum Supermarkt um die Ecke damit. Meine Damen und Herren, die Grundsätze für eine vernünftige Digitalisierung sind eben Vernetzung, bereichsübergreifende Prozesse, offene Standards und auch Daten, Ressourcen und Kostensparsamkeit. Aber kommen wir nun zum Antrag. Ich wollte Sie wirklich nur ein wenig damit inspirieren. Ich war mit dabei, als die AfD-Fraktion das im Stadtbezirksbeirat Cotta eingebracht hat. Und da hieß es dann, na ja, angeblich hat die Verwaltung da schon was, aber wir wollen das schneller voranbringen. Meine Damen und Herren der AfD-Fraktion, nicht angeblich, die Verwaltung hat das tatsächlich schon auf dem Schirm gehabt. Sie müssen sich hier also nicht mit fremden digitalen Federn schmücken. Und wie wollen Sie das Ganze schneller voranbringen? Leisten Sie dann den Support oder führen Sie die Schulungen mit durch? Digitalisierung ist keine triviale Angelegenheit und einfach nur ein Gerät hinstellen, damit hat es sich nicht. Immerhin reden wir hier von über 270 Personen, die ein Endgerät bekommen mit einem Betriebssystem, das den meisten vermutlich eher unbekannt ist. Die Schulung wird ungefähr 9 Monate brauchen. Wir reden hier von Kosten mit knapp 450.000 Euro. Und die AfD-Fraktion wollte das mit den Mitteln der Stadtbezirksbeiräte bezahlen. Das lehnen wir ab. Und ich möchte auch daran erinnern, als es zur Haushaltssperre kam und die Mittel der Stadtbezirksbeiräte eingefroren wurden, war die AfD-Fraktion die erste, die das gut und richtig empfunden hat. Und genau das ist ein Beispiel für analoges Denken und eben nicht für vernetztes und bereichsübergreifendes Denken, denn die Stadtbezirksbeiräte brauchen diese Mittel. Daran hängen Vereine, Initiativen und viele Projekte. Wir wollen die Digitalisierung für die Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte, aber die Stadtverwaltung hat bereits damit begonnen und wir werden es vertrauensvoll in deren Händen belassen. Vielleicht denken Sie ja auch an meine kleine Geschichte. Was den Änderungsantrag angeht seitens Dr. Martin Schulte-Wissermann und Max Aschenbach, wir schätzen den Versuch, aber wir bleiben bei unserer Entscheidung, dass die Verwaltung sich damit befassen soll und werden uns bei Ihrem Änderungsantrag enthalten. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen, Herr Zastrow? Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, der Antrag hat wahrscheinlich nur das Problem, den falschen Absender zu haben. Ich kann nicht anders, als dem Antrag zuzustimmen. Und zwar aus zwei Gründen. Aus einem ganz praktischen Grund, ich verstehe auch die Rumeierei überhaupt nicht. Also, dass wir in der Digitalisierung Gas geben müssen, ist doch völlig klar. Absolut klar. Spätestens seit Corona ist das klar. Und das Tempo, was da vorgelegt wird auch in der Verwaltung, ist zu langsam. Es ist einfach so, wir müssen schneller werden. Es ist so. Und als jemand, der schon eine Weile im Stadtrat ist und jetzt ja neuerdings auch
diesem wunderbaren Stadtbezirksbeirat Neustadt angehört, weiß ich, ja, Herr Lichti, die Unterlagen kriege ich trotzdem und die verstopfen meinen Briefkasten. Ich fühle mich, und Herr Lichti, auch aus anderen Gründen fühle ich mich in diesem Gremium ab und zu mal ganz weit zurückversetzt, das können Sie mir glauben. So, ganz gewiss auch, was die Arbeitsweise betrifft. Wir haben ja nun das Privileg hier als Stadträte, dass sich's verbessert hat. Und wer den Vergleich noch hat, und viele von Ihnen haben es doch, das ist doch wesentlich besser geworden. Also es ist überhaupt kein Vergleich mehr zu dem, was wir vorher hatten. Und jetzt haben wir doch gesagt, wir wollen die Stadtteile stärken. Die Stadtbezirke haben mehr Rechte bekommen und sowas. Da gehört doch aber auch dazu, dass wir nie arrogant hier oben gucken und für uns machen wir es. Nein, dann muss es für die auch gehen. Wie man das finanziert, ein paar Stadtbezirksbeiräte haben ja tatsächlich noch Mittel übrig, Altstadt, Neustadt nie. Woanders geht das vielleicht, da muss man sicher ins Gespräch kommen. Aber dass wir es dringend brauchen, meine Damen und Herren, das ist doch wohl völlig klar. Und deswegen denke ich mir, wir müssen das machen, wir müssen dem zustimmen. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum ich zustimmen muss. Die Kollegin Wilke heißt sie, glaube ich, ihre Beste, die im Stadtbezirksbeirat Neustadt da sitzt, die hatte ja nach meinem Hinweis, den ich jetzt bringe, den AfD-Antrag zurückgezogen, was sie so nie konnte und nie wusste wahrscheinlich. Aber ich will nur daran erinnern, dass die Initiative von dem Stadtbezirksbeirat der FDP im Plauen ausging, nämlich vom Sven Gärtner. Sie haben das einfach abgeschrieben. Der hat das damals eingebracht. Es wurde dort abgelehnt, richtig. Wir haben nur leider den Fehler gemacht, ihn als Fraktion nie einfach zu nehmen und hier einzubringen. Wir haben gehofft, dass die Verwaltung von selber das tut. Das hat sie nicht gemacht. Es tut mir leid, auch wenn der Absender AfD ist. Wir werden zustimmen. Danke. Als nächste Wortmeldung Herr Hannig. Geht das Mikrofon? Wenn das funktioniert, mache ich es bitte kurz. Mir geht es nur um eine Klarstellung. Sowohl der Einbringer, Herr Dr. Schulte-Wissermann, als auch die Redner jetzt im Nachhinein haben von einem Änderungsantrag gesprochen. Überschrieben ist der Antrag aber mit Ersetzungsantrag. Ich bitte hier um Klarstellung, weil es ja doch einen erheblichen Unterschied macht, ob man einem Änderungsantrag des AfD-Antrags zustimmen oder ablehnen oder ob wir den ersetzen. Das muss unbedingt klargestellt werden, bitte. Es ist so, wie es beantragt ist, ein Ersetzungsantrag. So, als nächstes, ich sehe keinen, ach oh ja doch, würde Herrn Schmiedlich dran nehmen und dann können wir Herr Lazinski dann zum Schlusswort kommen. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, also ich muss jetzt mal ganz deutlich dem Narrativ, welches Herr Lazinski und jetzt gerade auch von Herrn Sastro, der sich momentan ja überschlägt, in eine Richtung dieses Stadtrates zu blinken, entgegenstellen. Es ist Quatsch. Der Grund, warum dieser Antrag in den Ausschüssen durchgefallen ist, vielleicht haben Sie das auch nicht so mitgekriegt, Herr Sastro, weil Sie sind ja auch nicht so häufig in den Ausschüssen, hat nur den Grund, den Herr Dr. Brauns formuliert hat. Hier ist doch was ganz Perfides passiert, um diesen Stadtrat wieder einmal vorzuführen. In der Sitzung des Ausschusses für allgemeine Verwaltung im November letzten Jahres hat die Verwaltung darüber berichtet, dass sie vorhat, die Digitalisierung der Stadtbezirksbeiräte vorzunehmen und ferner dies im Grunde genommen mit einem Modellversuch zu tun. Wenige Wochen später liegt dieser Antrag auf dem Tisch. Entschuldigen Sie bitte, Anträgen, die inhaltliche Qualität haben. Das nächste Weihnachtsfest soll nicht ausfallen. Nämlich diese inhaltliche Qualität hat dieser Antrag. Den kann man einfach nicht zustimmen und den kann man nicht einfach auf den Leim gehen. Wenn Sie das tun, Herr Sastro, solchen Dingen auf den Leim zu gehen, das ist Ihr Problem, aber es ist nicht das Problem anderer Fraktionen dieses Hauses. Und deshalb ist es logisch, dass man diesem Antrag keine Zustimmung geben kann, weil an dieser Stelle nicht eine, ich sag's mal so mit Ihren Worten, eine lahmarschige Verwaltung momentan agiert. Die Verwaltung macht hier einen Top-Job, das ist gut vorbereitet, es ist sinnvoll und durchdacht. Und ich finde, wir sollten hier nicht so tun, als ob hier an dieser Stelle der Stadtrat die Verwaltung zum Jagen tragen muss. Wenn Sie sich daran erinnern, wie schnell seinerzeit umgesetzt wurde, auch die Digitalisierung für den Stadtrat, dann kann man an dieser Stelle der zuständigen Abteilung der Stadtverwaltung auch nur ein dickes Lob aussprechen. Eine
Letzte Anmerkung zum Kollegen Schulte-Wissermann. Es sind vielleicht zwei Aspekte in deinem Antrag drin, der sehr unterstützenswert ist. Aber ich frage mich, warum du heute billigend in Kauf nimmst, diese inhaltlichen Dinge vorläufig zu beerdigen. Ich kann dir nur empfehlen, weil wenn wir sie heute ablehnen, was die Konsequenz ist, weil man an solchem Antrag nicht zustimmen kann, dann frage ich dich eigentlich, warum behältst du diesen Antrag aufrecht? Zieh ihn für heute zurück, das ist das Angebot, dann können wir die inhaltlichen Überlegungen, die dort sind, gerne im Grunde genommen mit einem gemeinsam, vielleicht auch interfraktionell getragenen Antrag in diesen Stadtrat einbringen und müssen ja nicht ein halbes Jahr warten. Also von daher ist das auch ein bisschen ein Selbstmord in der Sache, wenn man so will. Ich kann da dir nur empfehlen, beerdige deinen Antrag über solche Geschichten hier bitte nicht selber, weil wir werden uns aus den Gründen, die ich gerade geschildert habe, auch bei deinem Antrag logischerweise enthalten müssen. Vielen Dank. So, und jetzt Herr Radzinski zum Schlusswort. Ja, Herr Schmelig, auch mir ist diese Beschlussvorlage bekannt. Letztendlich war mir auch bekannt, dass es ein Pilotprojekt in Schönfeld-Weißig gibt. Das weiß ich alles von der Frau Walter, dass die das von sich aus initiiert hat mit der Verwaltung. Und letztendlich aber mein Ziel war es, dass man zügig, schnell alle Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte mit dem Zugang zum Gremieninformationsportal ausstattet. Es ist ja wohl ein Unterschied, ob man sowohl die ordnungsgemäße Ladung, ein Mailpostfach und weitere Add-ons quasi als Gesamtpaket erstmal pilotiert, um es dann in Dresden auszurollen, oder ob man einfach ein bestehendes System, was es im Stadtrat ohnehin schon gibt, einfach auf den Stadtbezirksbeiräten zur Verfügung stellt. Das ist ein erheblicher Unterschied, eine einfachere Lösung, die hätte innerhalb kürzester Zeit realisiert werden können. So pilotieren wir jetzt erstmal und vielleicht kriegen wir irgendwann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr dann irgendwann eine rundum komplett sorglose Lösung für die Stadtbezirksbeiräte. Letztendlich war es als Zwischenschritt gedacht. Leider wird es wahrscheinlich jetzt, also wurde es im Ausschuss abgelehnt, wird wahrscheinlich auch hier im Gremium jetzt abgelehnt werden. Aus diesem Grund denke ich, dass wir den Antrag von Herrn Schulte-Wissmann unterstützen. Er dient der Sache, er geht in die gleiche Richtung. Wir werden deswegen den Ersetzungsantrag von Herrn Wissmann unterstützen. Vielen Dank. So. Damit wäre die Rednerliste abgearbeitet. Wir kommen zur Abstimmung. Ich habe zunächst einen Ersetzungsantrag Herrn Dr. Schulte-Wissermann eingebracht. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Zwanzig Ja-Stimmen, 42 Nein-Stimmen, zwei Enthaltungen, damit abgelehnt. Damit kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Der ist ablehnend. Wer also den federführenden Ausschussbericht annehmen will, der lehnt dann die Vorlage, also den Antrag ab. Den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Neunundvierzig Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit ist der federführende Ausschussbericht angenommen worden und der Antrag abgelehnt worden. Geschäftsordnung, Herr Dr. Brauns. Herr Oberbürgermeister, Erklärung zum Abstimmungsverhalten. Ich möchte ausdrücklich festhalten, dass unser Abstimmungsverhalten in keiner Weise in einer Art und Weise zu interpretieren ist, die sich gegen die Digitalisierung der Arbeit der Stadtbezirksbeiräte und Ortschaften ausspricht. Unser Abstimmungsverhalten diente allein der Beschleunigung dieses Prozesses. Vielen Dank.
So, jetzt würde ich die Gäste schon in die Pause schicken. Wir würden schnell, wie eingangs gesagt, noch die ohne Debattepunkte nicht öffentlich abstimmen und dann sind auch Sie in der Pause.